Wir haben mit mehreren Leuten zu tun, Menschen, die eine demenzielle Veränderung haben. Wir haben 2017 eine Dame zu uns auf dem Wohnbereich bekommen, die stark dement ist. Erst am Anfang haben wir das noch gar nicht gemerkt. Ich sprach ab und zu mal Wörter, das lallte sie nur so. Ich habe das nicht wahrgenommen, weil ich ja ständig bei ihr war, nicht in der Richtung. Ich habe das gar nicht erst viel ernst genommen. Ne? Zu Anfang ist sie in jedes Zimmer, hat die Betten von anderen Bewohnern gemacht, hat die Anziehsachen aus den Kleiderschränken geholt, hat vorbereitetes Essen mitgenommen, hat es selber gegessen, aber auf eine nette, liebe Art und Weise. Das war zu Anfang für die anderen Bewohner und für uns als Pflegepersonal ein bisschen herausfordernd. Sie war orientierungslos hier, nicht? Sie wusste nicht, wo sie war und so weiter. Nicht? Es war für ihr alles fremd hier. Nicht? Und es ist ganz logisch, dass sie sich da nicht erst im Moment wohlfühlt. Nicht? Also wir haben uns mit unserem gesamten Team zusammengesetzt und wir arbeiten ja nach dem meiotischen Konzept. Das ist bedürfnisorientiert für die Bewohner und für uns Mitarbeiter natürlich auch. Wir versuchen, um den Bewohner, um den Menschen das Leben zu bauen. Nicht, dass die sich an uns orientieren, sondern wir orientieren uns an ihnen. Wie zum Beispiel, dass wir ihr Handtücher, frisch gewaschene Handtücher, auseinander pflücken und sie dann zu ihr legen. Sie faltet diese Handtücher. Also immer mit einbeziehen, den Mensch in den Alltag hier. Dass wir auch dann mal gucken, wenn sie dann zum Frühstückstablett geht oder zu dem Wagen, wo das Frühstückstablett drauf ist, dass wir sie dann mitnehmen. Sie darf den Wagen schieben. Haben viele Gespräche mit Angehörigen geführt, mit den Bewohnern selber und haben dann so nach und nach erarbeitet, wie wir am besten damit umgehen können. Ich bin trotzdem noch viel für meine Frau da. Alle zwei Tage komme ich hier in St. Friedrichsburg hin. Ich habe das Gefühl, dass sie hier ganz gut aufgehoben ist. Es ist alles zufriedenstellend. Ne? Ich bin damit gut mit zufrieden hier. Auch wenn ich mal ein Anliegen habe, es wird auch sofort erledigt und so weiter. Ich kann da nicht klagen darüber. Ne? Humor spielt eine große Rolle in meinem Beruf. Sie lacht viel und wir lachen auch viel, weil sie halt auch Dinge in ihrem Alltag macht, die humorvoll sind. Sie kommt vorbei und kommt dann und gibt verteilt Küsschen und klopft dann, zieht einem wieder das T-Shirt richtig, wenn das ein bisschen hochgerutscht ist, wird vernünftig angezogen. Ich bin Ihnen dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre für mich, wäre das auf Deutsch gesagt, nichts. Ich könnte das nicht in der Richtung. Da muss man nur Dankeschön sagen, dass sie so die alten Leute betreuen und so weiter in Richtung. Da kann man nur den Hut von abziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich habe immer schon gerne Menschen unterstützt. Man sagt immer, ich helfe gerne, aber ich kann dem Menschen nicht helfen. Das geht nicht. Ich kann ihm nicht helfen, ich kann ihn nur in seiner Lebenssituation unterstützen. Ich kann ihm nicht das abnehmen, die Erkrankung oder die Veränderung, sondern ich kann ihn dabei unterstützen, dass es das Beste daraus wird. Und deswegen würde ich sagen, dass ich eine gute Pflegekraft bin.